ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Heute ist... Gesundheit, mein Schatz. Heute ist Donnerstag. Es ist kurz nach 8. Und ich habe seit 3:30 Ja, und ich habe seit 3:30 ein hellwaches Baby. Der Kleine ist hellwach, kröbbelt hier vor sich rum. Und darum dachte ich, so, okay, fertig, wir stehen jetzt auf und ich beginne diesen Vlog für euch. Wir haben nämlich einiges vor heute. Ja, als allererstes gibt es zu sagen, wir sind alleine. Und ja, der Hetzero ist nicht da. So. Der Kleine grubbelt hier rum, also stehen wir mal auf und machen uns einen Kaffee. Weil ohne Kaffee geht hier gar nichts. So, mein Schatz, die Mami deckt dich nochmal zu. Da kannst du noch ein bisschen gucken. Kannst du noch ein bisschen in der Gegend rumgucken. So, also ich habe heute Haushalt zu tun. Haushalt, Haushalt, Haushalt. Dann habe ich einen Termin bei der Gyn. Ich weiß aber ehrlich noch nicht, ob ich da hingehen werde, weil ich bin fix und alle heute. Eventuell werde ich den Termin verschieben. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Das sehe ich da, wenn es soweit ist. So, dann... Leidige Thema, Haushalt. Ich muss auf jeden Fall 2 Wäscheständer Wäsche abhängen, zusammenräumen, verräumen. Noch eine Maschine Wäsche waschen, wenn nicht gar 2. Abspülen, saugen, Müll rausbringen, aufräumen halt, Blumen gießen, Pfand wegbringen. So, das ist der Grundstock erstmal. Gestern war ich schon einkaufen. Dann bekomme ich nachher Besuch und da haben wir uns verabredet, was zusammen zu kochen. Das habe ich gestern schon gekauft. Das kann ich heute dann vorbereiten. Also kann ich gleich schon vorbereiten. Jo. Und so weiter und so fort. Wir werden es dann alle sehen. Ich nehme euch mit durch den Tag. Jo. Ihr müsst euch jetzt leider damit zufrieden geben, mich beim Haushalt zu begleiten. Ansonsten würdet ihr nämlich gar nichts von mir sehen. So, die Wohnung versinkt in einem kompletten Wochenbett-Chaos. Der Herr Zorro ist wie gesagt nicht da, darum muss ich vieles und alles alleine machen. Und manche Sachen gehen mit Baby einfach nicht so einfach und darum... hinken wir einfach komplett hinterher. So, ihr Lieben, ich weiß nicht mehr, was ich eben gerade erzählt habe. Ich bin total dement. Ich bin sowas von müde. Ich kann mir nichts mehr merken. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Also, wenn das im Vlog jetzt hier so ein Chaos wird, dann ist halt, wie gesagt. So. Ja, Güntermin. Güntermin musste ich... hatte ich eigentlich am 28. jetzt am 28. für die Nachkontrolle wegen OP, bla bla bla. Und jetzt habe ich die aber vorgestern vorverlegen lassen. Die Termin habe ich vorverlegen lassen, weil ich habe 24 Tage lang, also bis der Kleine 24 Tage alt war, ging mein Wochenfluss. Dann hatte ich 4 oder 5 Tage gar nichts mehr. Nada, niente, alles weg. Und jetzt habe ich übelst starke Blutung. Und zwar ist die teilweise stärker als der Wochenfluss. Und ich weiß nicht, was da los ist. Und darum habe ich mir Sorgen gemacht, weil das ist... richtig viel Blut.
Und weil ich ja sowieso solche Probleme hatte nach meiner Operation und bla blubs blubba, dachte ich, oh Gott, rufst du mal beim Gyn an. So, jetzt hat er mir für heute den Termin gegeben. Ich weiß aber nicht, ob ich da hingehen kann, weil ich weiß nicht, ob ich das alles, wie soll ich das alles schaffen. Ich muss den Kleinen mitnehmen. Ich mache das abhängig von dem, wie wir jetzt hier vorankommen. Wie gesagt, jetzt muss ich erstmal Kaffee kochen. So, und dann, wie gesagt, muss ich den gesamten Haushalt, sucht euch was aus, ich muss alles machen. Also wirklich, ich habe jetzt hier gerade schon den Pfand eingeräumt, den muss ich wegbringen. Das mache ich dann auch mit dem Kleinen natürlich zusammen später. Wann und wie und wo, weiß ich nicht. Haufen Zeug zum Abspülen. Jetzt, wie gesagt, dann bekomme ich Besuch. Wir haben uns geeinigt, darauf etwas zusammen zu kochen. Beziehungsweise habe ich mich bereit erklärt, für uns was zu kochen. Ich habe gefragt, was gewünscht ist. Und jetzt werde ich diesen Wunsch heute erfüllen. Es soll nämlich 0815 Frikadellen geben mit Kartoffelpüree. Übelst geil, ich freue mich. Ich habe schon übelst lange keine Frikadellen mehr gegessen, darum freue ich mich darauf. Ja, und dann nebenbei, wie gesagt, den Kleini. Wenn ich jetzt hier meinen Kaffee ready habe, dann werden wir erstmal Pampers wechseln gehen. Wir haben eben schon Fläschchen getrunken um 8. Es ist jetzt 9:15. Und wir trinken jetzt seit vorgestern Abend zwischen 75 und 90 bzw. 100 Milliliter. Tja, das ist super geil. Dann wollte ich euch noch erzählen über unseren gestrigen Termin. Da hat der Kleine nämlich die U3 bekommen. Die U3-Untersuchung. Und ich mache jetzt erstmal den Kaffee fertig und dann melde ich mich nochmal. Baby auspacken. Guten Morgen. Du alte Motze. So. Ihr seht auch aus wie so ein gerupftes Huhn. Stört euch nicht dran? Ich störe mich auch schon nicht mehr dran. So. Du alte Motze, du. Da gucken wir mal, was in der Pampi los ist, ne? Hatschi, 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 Hatschi. Immer die ganzen Hatschis, ne? So. Ich will noch waschen nachher, ne? Aber jetzt trinken wir erstmal Kaffee. So. Schuppala. So, ihr Lieben, ich nehme euch auch mit. Ich mache mal kurz das Video hier auf Stopp, weil ich muss erstmal das Babynestchen rüberbauen, damit der Kleine bei mir sein kann. A few moments later. So. Wir sind auf dem Sofa angekommen. Ich musste den Kleinen nämlich jetzt andersrum hinlegen. Nämlich jetzt mit dem Kopf nach da. Sonst lag er immer nach da. Aber weil wir natürlich auch mal nach links, also über die linke Schulter gucken sollen, musste ich ihn jetzt mal umpositionieren, weil er hat halt bevorzugt die rechte Seite. Klingelt mein Telefon. Nee, das brauchen wir jetzt mal so gar nicht. Ja, der guckt nämlich immer nur über die rechte Schulter und jetzt habe ich ihn mal umgelegt. Und jetzt hat er hier sein Elefantchen. So. Und da guckt er sich nämlich jetzt den Elefant an. Und somit fördern wir natürlich, dass er über die andere Schulter guckt. Der ist so süß. Jetzt hat er sein Tuch in der Hand und muppelt so. Und guckt sich sein Elefant an. Der ist so süß. Ich wollte euch nur mal das Gewicht, jetzt den Gewichtverlauf erzählen. So, wir hatten nämlich die U2 genau vor 4 Wochen jetzt, war die U2.
Da hat der Kleine gewogen 2250 Gramm, hat eine Körperlänge von 45 cm und einen Kopfumfang von 30,5 cm gehabt. Und gestern, genau 4 Wochen später, hat er 3140 Gramm gewogen, eine Körperlänge von 48 cm und 34,4 cm Kopfumfang. Wir sind also sehr gut gewachsen. Das freut mich sehr. Und dann hatten wir jetzt Anfang der Woche, am Dienstag, am 22. hatten wir das Gespräch bei dem operierenden Professor, der die Lippenkiefergaumenspalte verschließen wird, und haben auch das OP-Planungsgespräch gehabt. Und ich habe jetzt schon ein paar Unterlagen. Also der OP-Termin steht jetzt fest für nächstes Jahr. Der steht und da gibt es auch keinen Rütteln mehr dran, es sei denn, der Kleine hat einen Infekt, also ist krank, erkältet oder irgendwas, dann kann die Operation natürlich nicht durchgeführt werden. Das hoffen wir aber nicht. So, und dann habe ich hier 2 Unterlagen mitbekommen. Das ist einmal Elternbrief. Achso, das ist für die Station schon direkt, auf die wir kommen. Und da gibt es so ein Informationsblatt. Auf unserer Station sind verschiedene Fachabteilungen vertreten. Neonatologie, Kinderchirurgie, Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie, pädiatrische Neurologie und Kardiologie. Das mal nur so. So. Und dann gibt es hier halt so Informationen, wo man sich anmelden muss, bis wann man sich anmelden muss. Im Anschluss erfolgen Aufklärungsgespräche mit Narkosearzt, Operateur und bla bla bla, Kinderohrenarzt. Dann ist hier noch eine Information, dass man eben aufgrund von Kinderkrankheiten die Geschwisterkinder von Patienten unter 14 Jahren nicht die Station betreten dürfen, weil eben es eine Neonatologie unter anderem gibt, also eine Kinderintensivstation und auch einfach gesundheitsgefährdende Kinder, und darum ist es klar. So, dann steht hier noch was zum Thema Begleitperson. Na, das kann ja heiter werden. Da gibt es so Elternliegen, halt, klar, weil ich gehe ja mit als Begleitperson mit Mario. Und um 7.30 Uhr muss die Patienten, ach, die Elternliege wieder vor dem Patientenzimmer stehen und um 19.30 Uhr aufgestellt. Das heißt, ich muss jeden Tag hin und her diese Liege aufstellen. Als hätte ich keine anderen Probleme mit einem frisch operierten Kind, aber okay. In der Stationsküche stehen Ihnen weiterhin ein Herd, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine und ein Vaporisator und ein Flaschenwärmer zur Verfügung. Das ist sehr gut, den brauche ich nämlich, den Flaschenwärmer, aber ich nehme sowieso meine eigenen mit, also von daher. Visiten sind montags bis Freitag in der Zeit von Kinderchirurgie 8 bis 9 Uhr, Kardiologie 8 bis 8 Uhr 10, Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie nach der OP 17 bis 18 Uhr, am Entlassungstag 9 Uhr, Neonatologie 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, pädiatrische Neurologie 8.30 Uhr bis 9 Uhr. Ja, da findet doch keiner mehr durch, welcher Arzt jetzt welcher ist, der da jetzt kommt. Aber okay, gut. Übernachtung, Essen, Entlassung, ja, das habe ich mir ja gerade schon durchgelesen. So, dann gibt es hier einen Fragebogen, den man einen Tag vor der Operation ausfüllen soll. Da geht es einmal darum, war Ihr Kind eine Frühgeburt, bestanden Anpassungsstörungen, bekannte Grunderkrankungen, familiäre Vorrisikenerkrankungen, wie zum Beispiel Gerinnungsstörungen und so. Bestand in der letzten Woche Fieber, Allergien, nimmt Ihr Kind Medikamente. Dann gibt es hier noch einen Bogen, der ist für den Kinderarzt. Einen Tag bevor wir in das Krankenhaus gehen, muss dieser Zettel hier ausgeführt werden. Das sind so Check-ups, Herz, Lunge, Abdomen, Hals-, Nasen-, Ohrenbereich, Medikation zu Hause. So, und dann, das finde ich halt sehr interessant, gibt es einen Ablaufplan,
Also generell ist geplant, dass wir 5 Tage Aufenthalt im Uniklinikum haben. Das heißt, einen Tag vor der Operation lassen wir uns schon stationär aufnehmen und am Tag darauf ist dann schon die Operation und dann bleiben wir noch 3 Tage bis zur Entlassung. Was ist denn los? Bist du so aufgeregt? Der freut sich halt so über seinen Elefanten. Ja, so finde ich das auch. Die Vorstellung beim Narkosearzt und bei dem Hals-Nasen-Ohrenarzt, weil da wird abgeklärt, ob der Kleine eventuell Paukenröhrchen braucht. Das hatte ich schon mal angesprochen in einem Video. Am zweiten Tag, das ist dann der OP-Tag, 7 Uhr wecken, OP-Kittel anziehen. Und dann dritten Tag, Trinkversuche, gegebenenfalls Entfernung der Magensonde, Lippenpflege und eventuell Ohrenspülung. Wenn Paukenröhrchen gelegt, dann Tag 4. Sobald das Kind gut trinkt, Entlassung Lippenfäden und Nasenformer werden ambulant gezogen. Und Tag 5, wenn das Kind gut trinkt, dann Entlassung. Was ist denn los, mein Schatzi, du alte Motzi? Der will jetzt halt nicht auf der Seite liegen, auf der er liegt. Das muss er jetzt aber leider. Ja, dann nach dem Termin Dienstag bei dem Professor waren wir dann direkt, was ich toll finde, waren wir dann direkt zum Anschlusstermin zur Kontrolle der Gaumenplatte. Da wird immer regelmäßig kontrolliert, ob die noch gut sitzt, ob es Druckstellen gibt, ob die eventuell vom Material etwas abgetragen werden muss, wenn halt der Kiefer gewachsen ist. Und laut der Dame, die den Kleinen halt betreut, kann man schon sehen, also ist schon im Kiefer deutlich geworden, weil der Kleine trägt die ja wirklich nonstop. Ich mache die nur raus zum Saubermachen. Es gibt ja Kinder, die wollen die überhaupt nicht haben. Die schmeißen die immer wieder raus und was nicht alle. Aber der Kleine findet die wahrscheinlich sehr gut. Hat keine Probleme damit und darum erkennt man jetzt schon etwas, dass die Ränder der Spalte links und rechts sich aufeinander zubewegen. Das ist ja das Ziel, dass die Spalte etwas geringer wird vom Durchmesser, also von der Breite, vor der OP. Ja, die sind alle sehr, sehr zufrieden. Ich auch. Und jetzt haben wir den nächsten Termin erst in 4 Wochen. Eigentlich alle 2. Woche, aber jetzt erst in 4 Wochen. Weil eben keine Komplikationen bestehen und alles super ist und bla bla bla. So, dann habe ich nochmal nachgefragt, weil ich so viele verschiedene Antworten bekommen habe. Der eine sagt mir, nee, man soll die Spalte überhaupt nicht säubern. Der andere sagt, doch, die muss gesäubert werden. Und dann war ich konfus. Und letzten Endes habe ich jetzt den Professor gefragt. Ich meine, der muss es ja wissen, also. Hä? Und der hat gesagt, wie heißt denn dieser Spruch? Den kenne ich auch aus der Pflege. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. So. Und jo, so machen wir das auch. Der Kleine kriegt Schlitzaugen. Vielleicht schläft er nochmal ein. Ja, dann haben wir nächste Woche Termin zur Hüftsonographie, also zum Ultraschall. Und den U4-Termin haben wir im November. Ja, und dann habe ich ja auch schon bald Geburtstag. Am 6. November habe ich übrigens Geburtstag. Ich bin Skorpion. Und ich habe wirklich, Leute, keinen Schimmer, was ich machen soll und ob ich was machen soll. Generell mit Kind, was soll ich da machen? Also, ich kann das ja schlecht mit in eine Kneipe nehmen. Ich denke, wir werden hier gemütlich zu Hause was machen. Es war auch schon angedacht, eventuell in Urlaub zu fliegen. Mhm. Wenn du das natürlich nicht möchtest, dann kannst du gerne über meinen Geburtstag entscheiden. Und dann entscheide ich eben über deinen Geburtstag. Nee, also es war wirklich, wir hatten schon überlegt, ob wir nach Malaga fliegen.
Eventuell machen wir das auch. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Das sehen wir dann. Also Anfang November. Vielleicht, ich dachte, das Wochenende eventuell, das Wochenende nach meinem Geburtstag. Ich habe ja Mittwoch Geburtstag und dann vielleicht am Wochenende oder nach, also Anfang der kommenden Woche dann. Weil, ja, je nachdem, was jetzt günstiger ist, mir ist das eigentlich völlig egal, ob dann oder dann. Ja, da müssen wir nochmal überlegen, ob wir das machen, ob das klappt, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe irgendwas am Auge, das tut so weh hier oben. Also hier in der Kurve. gestern, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, hat er tatsächlich durchgeschlafen. Warum, weiß ich auch nicht, weil er so lange wach war. Und dann bin ich morgens um 6 Uhr aufgestanden. Und auf einmal habe ich so eine Panik. Ich dachte, oh mein Gott, das Kind hat sich nicht gemeldet. Was ist mit dem Kind los? Und gar nichts war mit dem Kind los. Das Kind hat nur geschlafen. Ja. Oh, ich habe solche Bauchschmerzen von diesem... Ich weiß nicht, was das ist. Oh. Ja, ihr Lieben, ich werde jetzt immer noch ein bisschen hier einfach rumsitzen. Und dann werde ich was frühstücken. Und nachdem ich gefrühstückt habe, sehen wir uns wieder. Ihr Lieben. Es geht jetzt seit fast zwei Stunden so. Ich kann nichts machen. Ich bin so müde und so kaputt. Ich weiß nicht, alles, das Baby findet alles scheiße. Ich habe schon geheult, wir haben beide schon geheult und jetzt breche ich in dieses hysterische Lachen aus. Kennt ihr das? Wenn ihr so müde seid und so nicht überfordert, aber wenn nichts hilft einfach, dann kriegt man so ein hysterisches Lachen, ey. Man, er stirbt ja jetzt nicht vom Weinen, aber ich kann ja auch nichts machen. Es ist alles scheiße, was ich mache. Real life. 2:10 und ich habe noch gar nichts geschafft. Ich habe geschafft, den Pfand zusammenzusammeln und das Geschirr zusammenzusammeln, damit ich nicht 9-mal abspülen muss. Ich habe geschafft, die Wäsche abzunehmen und die nächste Wäsche anzumachen. Jetzt will ich nur... Na, jetzt räume ich erstmal weiter auf. Der Kleine versucht zu schlafen und ich ziehe jetzt schnell das Bett ab und will noch dann die Bettwäsche waschen und neue Bettwäsche drauf machen. Jetzt hat sich die Lage etwas geändert und zwar kommt der Herr Zorro doch heute schon nach Hause. Das passt mir gut, weil sonst komme ich hier wirklich zu gar nichts. Termin ist für 3 abgesagt. Kann ich leider nicht wahrnehmen. Keine Zeit. Also Zeit hatte ich schon, aber mit Kind dahin zu gondeln und dödelödelöd, das kriege ich nicht geregelt. Tut mir leid. Ist wie es ist. Muss ich dann halt wann anders machen. Ja, jetzt, wie gesagt, ziehe ich schnell das Bett ab und beziehe das Bett neu. Dann habe ich das nämlich schon mal geregelt. Dann hänge ich die Sachen vom Hundekörbchen noch raus, damit das auch mal gelüftet ist. Und dann sehen wir weiter. Es wird heute nichts Spektakuläres für euch in diesem Vlog passieren wahrscheinlich. Ja. Dann habe ich die Woche, Anfang der Woche, meinen Spinnschlüssel auf der Arbeit abgeben müssen. Warum, wieso, ist ganz klar. Ich werde jetzt 2 Jahre nicht da sein. Und warum soll mein Spinn 2 Jahre leer stehen? Also beziehungsweise benutzt und kein anderer kann den benutzen. Das ist völliger Quatsch. Darum war ich jetzt, wann war denn das? Vorgestern, glaube ich. Ja. Vorgestern war ich kurz auf Arbeit und habe den Schlüssel abgegeben, meinen Spind ausgeräumt und den Schlüssel abgegeben. Das Wetter ist sehr schön eigentlich, Sonne, es ist leicht sonnig. Ich plane heute auf jeden Fall noch einen Spaziergang zu machen. Also wenn ich hier zu Hause bleibe, dann mache ich mindestens einmal einen Spaziergang. Gucken wir, wann das passiert. Ich weiß es nicht. Ich peile heute Nachmittag an, weil, wie gesagt, es ist jetzt 2:15 und das ist...
Ja, jetzt muss erstmal der Haushalt gerichtet werden, weil das ist wichtig, weil sonst versinkt hier alles im Chaos und das geht überhaupt nicht. Darum werde ich jetzt erstmal weitermachen, wenn was Spektakuläres, Wichtiges passiert, Weltbewegendes, dann werde ich euch informieren und wir sehen uns im nächsten Clip. Bett ist frisch bezogen. Wäsche ist abgehängt, dann habe ich mal das unterm Bett komplett gesaugt. Dann habe ich schon die ganze, hier ist immer so eine Kleiderablage, das ist auch schon alles weg. Achso, da können wir mal die Lampe ausmachen, wir müssen ja nicht den ganzen Strom verschwenden. So, und ich wollte einmal kurz lüften. Heizung aus, so. Das ist das. Hier steht noch der Wäschekorb. Hier sind die Wäscheklammern. Die können hier bleiben, weil ich sowieso gleich Wäsche aufhängen muss. So. Dann, das Kind hat Schluck auf. Es ist immer noch wach übrigens. So, jetzt habe ich gerade schon die Fläschchen desinfiziert. Und jetzt bin ich gerade dabei. Moment. Einmal den Schweizer Tee. Damit pflege ich ja die Augen vom Kleinen und einmal den Kinderfencheltee. Den brauchen wir ja für die Milch. So, und hier ist jetzt das Ding fertig. Hier dieser Sauger, der Ring und alles. Das wird immer sterilisiert. Gerade dieses Ding hier, Moment. Dieses hier, das ist ja hier so zusammengebracht. Und darunter sammelt sich, ups, natürlich die ganze Milch und darum muss ich das für mein Gewissen mehrfach sterilisieren. Fachkraft eben, ne? Ihr wisst alle, wie es ist. Ordnungs- und Desinfizier-, Keim-, Bakterien-Wahn. So, da ist mein Kind jetzt wieder versorgt, ready. Jetzt muss ich kurz mal hier noch den Wärmer wieder mit etwas mehr Wasser auffüllen. Dann nehme ich natürlich das gefilterte Wasser, weil ich keinen Bock habe, dass mir das Ding hier voll verkalkt. Da muss ich leider ausrasten. So, das ist das. Ich bin jetzt relativ runtergekommen, bin wieder besser gelaunt, weil wenn das hier so ein Chaos ist, ich kann ausrasten, weil überall, ich sehe überall Arbeit und was ich machen muss, ich kann aber nichts machen und dann fuck ich mich richtig ab und darum, aber jetzt geht's wieder. Die Küche sieht schon mal viel besser aus. Das wird sich jetzt gleich natürlich ändern, weil ich die Frikadellen machen muss. Okay, aber egal. Der Grundstock ist gegeben und das ist die Hauptsache. So, der Fencheltee hat schon genug gezogen. Ich lasse den maximal 5, wenn überhaupt 5 Minuten, meistens so zwischen 1 und 3 Minuten ziehen. So, der wird jetzt abgedeckt und kann entsprechend abkühlen. Habe ich überhaupt erzählt, warum ich das mache? Ich sehe aus, Leute, wie so eine Fledermaus. Guckt euch das an. Habe ich euch überhaupt erzählt, warum ich den Fencheltee mache? Stört euch übrigens bitte nicht die Waschmaschine. Ich kann nicht alles parallel, also separat, funktioniert nicht. Also das mit dem Fencheltee mache ich, weil der Kleine zwischendurch immer mal Probleme hat mit der Verdauung. Und ich gebe keine Medikamente, also kein Lefax oder wie heißt das andere, Subsimplex. Das mache ich nicht. Wenn ich merke, oh, der Zeitraum wird etwas, dehnt sich aus, dass er mal was in der Pampers haben müsste, dann gebe ich ein Fläschchen mit Fencheltee, also Fencheltee halt verdünnt und dann die Milch, den Milchzusatz in den Fencheltee. Sollte es dann immer noch nicht klappen, habe ich hier mir ein Päckchen Milchzucker besorgt und damit klappt es definitely. Also wenn ich dann ein Fläschchen gebe, dauert es keine 2 Stunden und dann ist die Buchse voll. Achso, das könnt ihr übrigens, kurze Information für die Pflege. Wenn ihr
beispielsweise Bewohner mit Verstopfung habt oder selber Verstopfung habt, dann könnt ihr auf Milchzucker zurückgreifen. Man muss nicht immer sofort Movicol oder Lactoberal oder irgendwas reinknallen in die Bewohner. Man kann das auch erstmal auf natürlichem Wege probieren. Nur mal so als Tipp, ja, für die Medikamentenwahnsinnigen. Man muss nicht immer Medikamente nehmen. Es gibt auch von Mutter Natur oder auch von Oma Anna von vor wer weiß wie vielen Jahren sehr gute Tipps. Jetzt muss noch der schwarze Tee abkühlen. Den brauchen wir dann gleich demnächst. Hier ist schon die Waschschüssel. Wir haben noch nicht mal, das Kind ist, es ist gleich 3 Uhr und wir haben das Kind noch nicht mal gewaschen. Toll. Ich kann es nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Heute ist alles langsam. Wir sind nämlich die letzten 2 Tage sehr extrem früh aufgestanden, weil wir ja Termine hatten. Und gestern bin ich um 5:30 aufgestanden mit dem Kleinen, weil wir um 8 Uhr den Termin bei der Kinderärztin hatten. Und wir sind zu Fuß gegangen und das dauert über eine halbe Stunde. Der da, den habe ich komplett eben ausgeräumt. Abgeräumt, ausgeräumt und abgeputzt, desinfiziert. Wieder ordentlich eingeräumt. Hier die Töpfe, ihr seht's. Große Töpfe, kleine Töpfe. Da unten ist der Toaster und dahinter die Pfannen. Fragt sich nur, wie lange. Bis der Mann wieder nach Hause kommt, weil dann ist nämlich wieder alles. Ihr wisst Bescheid. So what? So ist es eben. Ich habe schon aufgehört. Übrigens mich darüber aufzuregen, weil das bringt eh alle nichts. Da mache ich mir nur die Nerven kaputt und das ist gut. Dann mache ich nämlich jetzt noch 2 Handschläge und hole mein Kind hier hin. Ich habe leider keine Möglichkeit, den Kleinen hier abzulegen. Ich hätte gerne so einen kleinen... Warum frage ich eigentlich nicht die Nachbarin nochmal? Die Nachbarin hat nämlich so einen Stubenwagen. Aber ich will den auch, das ist so ein ganz Oldschool-Stubenwagen, den habe ich in irgendeinem Vlog, habe ich den mal im Keller gezeigt. Ich weiß aber nicht mehr in welchem. Und wollte den aufbauen und habe es dann doch nicht gemacht. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob ich sie nochmal anspreche und den doch nehme. Ich nehme den aber nicht, weil der ist echt Oldschool und echt alt. Und den kann ich hier schlecht in die Küche stellen ohne Dunstabzugshaube und kochen und alles. Das kann ich knicken. Aber ich hätte wirklich gerne hier so einen kleinen Laufstall oder so. Vielleicht hier auch vors Fenster. Da ist ja durchaus noch Platz. Besser wäre es wahrscheinlich hier. Wo ich den Kleinen ablegen kann. Das habe ich jetzt im Moment nicht. Da wollte ich nachher mal bei Amazon gucken, ob ich da vielleicht was Günstiges finde. Wenn ihr eine Idee habt, wo ich sowas günstig kriege. Also jetzt fernab von eBay. Das weiß ich selber, ja. Dann könnt ihr mir ja gerne Bescheid sagen. Mir ist das egal, ob rundeckig, aber das darf nicht größer als entweder 70x70 oder 1 m x 1 m maximal sein. Also wenn ihr eine zündende, schlaue Idee habt, dann bitte kommentiert mir das nach hier unten unter das Video. Ansonsten mache ich es jetzt übergangsmäßig so, dass ich einfach den Kleinen in den, also ich lege in den Maxi-Cosi eine Decke und dann lege ich den Kleinen in den Maxi-Cosi und dann steht der hier und kocht mit mir, das zeige ich euch dann gleich noch. Dann kann ich nämlich schon mal die Frikadellen vorbereiten. So, dann habe ich nämlich noch einen Haufen Müll rauszubringen, da muss ich noch hier unser Bett im kleinen Zimmer beziehen. Dann muss ich noch die Wäsche hier aussortieren. Dann muss ich den Kleinen waschen und in Tageskleidung werfen, damit wir dann spazieren gehen können. Und der muss heute nochmal gewogen werden. Das mache ich dann alles in eins. Und ich bin auch noch nicht angezogen. Ja, ihr Lieben, ich werde jetzt mal kurz 2 Sachen machen und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, Erfolg, Erfolg. Es hat sich einiges getan. Es ist auch noch nicht viel später. Ich habe jetzt bis auf das Wohnzimmer alles gesaugt, weil der Kleine schläft noch. Wer kennt's? Man ist leise, probiert das Kind nicht zu wecken. Das Kind ist konstant wach, man saugt und das Kind schläft wie verrückt. Hä? Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt den Großteil schon gesaugt. Dann habe ich Wäsche gemacht zu Ende. Jetzt hänge ich gleich die Wäsche auf. Die ist nämlich jetzt gleich fertig.
Vorher wollte ich euch aber kurz was zeigen. Ich habe nämlich für den Herrn Zorro etwas bestellt bei Amazon. Also ist jetzt nichts Besonderes. Ihr werdet das sicherlich auch schon gesehen haben, aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Und zwar dies hier. Das ist dieser witzige, süße Body. Kurze Arme hat der. Ja, ich fand es halt einfach lustig. Das werde ich jetzt gleich noch einpacken. Und dann bekommt der Herr Zorro das heute Abend von mir geschenkt. Hier habe ich schon den Maxi-Cosi drapiert fürs Kochen gleich. Damit mein kleiner Mann, wenn er wach ist, zugucken kann, damit ihm nicht langweilig ist. Die eine Minute an der Waschmaschine, wenn da steht noch eine Minute, ist die längste Minute ever. Oder? Also ich meine, Minute ist ja nicht lang, aber vor der Waschmaschine sitzend ist die gefühlt ewig. So, da ist ein Haufen Wäsche schon wieder. Ich weiß nicht, wie wir so viel Wäsche produzieren können, ey. Aber gut, ich meine, mit drei Personen, klar. Der Zorro, der rennt als da im Wald rum wie so ein Hammerkranker. Der kommt immer wieder so eine Sau nach Hause. Man sieht übrigens volle Granate meinen Haaransatz. Ich denke ja, die Haare wachsen nicht, aber scheinbar schon. So, jetzt hängen wir die Wäsche auf, aber erst mache ich die neue Wäsche an. Da hänge ich schon mal gerade die Wäsche auf und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, es ist doch immer dasselbe, oder? Jetzt bin ich hier am Kochen machen, tun, das Kind schläft. Naja, Hauptsache es schläft jetzt mal. Ja, es ist jetzt auch irgendwas schon nach 4. Jetzt bin ich gerade, wie gesagt, dabei, das Essen zu machen. Dann esse ich was. Wenn der Kleine wach wird, wird er dann noch versorgt. Fläschchen und dann gehen wir spazieren. So ist jedenfalls der Plan. Schauen wir mal, ob das was wird. Der Hetzer kommt jetzt doch wieder nicht. Der kommt erst morgen. Was ein Heckmeck, ey. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt noch ein bisschen Wäsche machen. Haushalt, Wohnzimmer saugen, Wäsche wegräumen. Aber den Grundstock habe ich bewältigt. Da muss ich noch eine Babywäsche waschen. Ich wasche die ja separat mit dem Babywaschmittel. Kann ich euch mal kurz zeigen. Muss ich das Radio ausmachen? Nicht, dass wieder einer sagt, ich klaue hier welche Urheberrechte. Was ein Quatsch, oder? Einmal dieses hier. Ansonsten, wie gesagt, läuft alles soweit. Da sind meine Frikadellen. Die muss ich jetzt mal umdrehen, sonst sind die nämlich schwarz. Ist ja so ein Muttersyndrom, Mutterding, dass man einfach nicht dazu kommt, vernünftig zu essen. Ich bin nur dabei, mir irgendwas schnell in den Mund zu stecken, damit ich irgendwas im Magen habe. Dann wurde ich eingeladen übrigens auf die Weihnachtsfeier unserer Einrichtung. Da freue ich mich sehr drauf. Da werde ich auch hingehen. Die ist am 10.12. Beginnt wie immer traditionell mit der Weihnachtsandacht. Und dann gehen wir in ein Bistro. Da waren wir letztes Jahr schon. Das war sehr, sehr toll. Übelst lecker und es war richtig toll. Darum möchte ich auch gerne da hingehen. Zumal ich ja auch viele Kollegen gar nicht jetzt sehe. Darum möchte ich das gerne machen. Da werde ich euch eventuell wieder mitnehmen. Letztes Jahr habe ich euch ja auch mitgenommen. Dann musste ich das Video leider offline nehmen, weil eine meiner Kolleginnen sich abgeturnt hat, weil sie da leider ersichtlich ist. Lassen wir es einfach mal dabei so stehen. Whatever. Jo. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Clip. So, ich habe es geschafft. Ich zeige es euch jetzt. Und dann kann ich endlich essen. Jetzt wird natürlich der Kleine wach. Ich meine, wie kann es anders sein? Ja? Aber jetzt muss die Mama erstmal essen. Und zwar das hier. Oh yes. Also, ich beeile mich und wir sehen uns später. So, es ist 20 Minuten vor 9. Wir haben gerade Fläschchen getrunken. Der Kleine versucht jetzt weiter zu schlafen. Ich bin auch total im Eimer, total im Sack. Und darum werde ich jetzt hier den Vlog beenden. Ich werde den morgen
versuchen zu schneiden und dann irgendwann online stellen. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ich verabschiede mich von euch wie immer mit Love, Peace and Harmony. Haut rein!